Ich bin der Jorges von Empowerment und wir hier sind die Erfinder der Punkrock-Krippe. Also das hier ist das BAZ Stuttgart. Wir haben hier ein Kreativatelier für Menschen mit geistiger Behinderung und wir machen zusammen Kunst. Wir werkeln zusammen an irgendwas rum, also aus Alt macht Neu. Wir machen zum Beispiel aus alten Paletten neue Möbel und aus diesen Obstkisten, die ihr alle kennt, so kleine an den Ecken, die kleben wir zusammen und machen dann da solche Männchen draus, die genau. Dann zum Beispiel in der Punkrock-Krippe zu sehen sind. Mein Freund Tassilo kam schon vor einem Jahr mindestens so an und sagte, hey, macht mal so Punkrock-Krippe und so. Und jetzt kam aber Nachwuchs und jetzt sagt einfach, er möchte Weihnachten auch feiern, aber möchte es nicht so typisch feiern. Möchte ihm so seine Punkrock-Note sozusagen aufdrücken und das finde ich cool. Und dann haben wir einfach angefangen, da so eine Krippe zu machen. Ich bin der Willi und bin von Boleslav Tattoo. Wir haben einmal hier Blondie als Maria. Phil Anselmo musste unbedingt dabei sein, weil ich super großer Pantera-Fan bin und musste auch ein bisschen Metal mit dabei sein bei einer Punkrock-Krippe. Ozzy Osbourne, gleiches Ding, Metal, super Typ, mag ich sehr, sehr gerne. Und Bad Brains, einfach der Punkrock-Faktor. Ja. Ja, es ist einfach mal was anderes so. Also so, wenn natürlich viele auch nicht unbedingt die Bands kennen so. Also einer, der die Ramones gemacht hat, der sagte einmal, ja, wenn da irgendjemand gezeigt wird, ich habe letztens die Ramones gemacht so. Ja, also, er kennt natürlich Ramones nicht so. Und auch viele meiner Kollegen oder so jetzt nicht wirklich, aber um das geht's nicht, das ist mal irgendwie was anderes. Und ich finde es auch schön, wenn das da einfach irgendwie so Brücken schlägt und man einfach die Menschen sehen, dass es nicht nur irgendwie Mainstream gibt oder so, sondern dass es einfach Punkrock gibt oder dass es einfach auch Subkultur gibt, die sehr viel zu sagen hat. Klar, wenn ihr was bestellen wollt, sehr gerne. Schreibt uns eine E-Mail oder ruft an oder kommt besser noch vorbei, wenn ihr aus Stuttgart seid. Dann können wir besprechen, wer was. Auch unterm Jahr nicht nur Weihnachtskrippe, wir machen gerne auch irgendwelche andere Geschichten so. Wir freuen uns, wenn wir neue Wege machen können und wenn es nicht so das Typische ist. Also irgendwelche Kooperationen mit irgendwelchen Künstlern, hätte mir richtig, richtig Lust so. Konflikt, Konflikt, Konflikt am Wecker. Conflict! Conflict!